Branko Cebek hatte Mühe, nicht von der Trainerbank zu kippen. Zwischenzeitlich wirkte der Kroate so, als wäre er eingeschlafen. Der Pressekonferenz nach der 0:1-Niederlage seiner Frankfurter Eintracht bei Hertha BSC blieb er fern. Cebek war betrunken und hätte wohl keinen Satz mehr geradeaus sagen können. Bildergalerie: Die größten Trainer aus Roster, 25 Bilder. Die Fotografen legten sich nach dem Spiel auf die Lauer. Ihr Ziel war es, ein Motiv aus der Eintracht-Kabine mit dem volltrunkenen Trainer zu bekommen. Das wollten die Frankfurter Verantwortlichen verhindern. Sie wickelten also Cebek in einen Teppich, schmuggelten den Trainer aus dem Olympiastadion und luden ihn in ein Auto. Das Ablenkungsmanöver war geglückt. Alkoholsucht führte zum Tod. So lustig diese Anekdote aus der Saison 1982/83 auch klingen mag, so ernst war der Hintergrund. Denn Erfolgstrainer Cebek litt an Alkoholsucht. An den Folgen dieser Krankheit starb er 1988 im Alter von gerade einmal 59 Jahren. Auf dem Mirogoj-Friedhof in Zagreb fand Cebek seine letzte Ruhe. In der heutigen Hauptstadt Kroatiens wurde er auch geboren. Cebek kam am 17. Mai 1929, also genau vor 90 Jahren, auf die Welt. Er war ein intelligenter Junge, der nach seiner Schulzeit die Universität in Belgrad besuchte. Neben Sport studierte Cebek die Fächer Mathematik und Physik. Seine Noten waren so gut, dass er eine wissenschaftliche Karriere hätte starten können. Doch Cebek entschied sich fürs Fußballspielen. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga, der Wirbel um Kovac und die Folgen. Fußball, Bundesliga, wer das Klose nun nach Frankfurt. Kampfsport, Wrestling, Triple H soll sehr frustriert, Sani. Fußball, Premier League, so gelang Farke der Aufstieg. Fußball, dritte Liga, Fk Becker spricht von Bundesliga, Paus, weil zweimal zu starker schaffte es in die Nationalmannschaft. 1952 gewann der Linksaußen mit Jugoslawien Olympiasilber in Helsinki. Bei der Weltmeisterschaft 1954 gehörte Cebek zum Aufgebot. Seine Teamkollegen in der Schweiz hießen unter anderem Zlatko Ajkowski, Ivica Horvat und Vujadin Boskov, allesamt spätere erfolgreiche Trainer. Die Mannschaft der Strategen unterlag im Viertelfinale dem späteren Weltmeister Deutschland mit 0:2. Auch bei der WM 1958 war Sepp Herbergers Mannschaft zu stark für Jugoslawien. In Schweden trafen sich die Teams wieder im Viertelfinale. Kapitän Cebek konnte die 0:1-Niederlage nicht verhindern. Branko Cebek, L. im Trikot von Alemannia Aachen, Urheberrecht Imago. Als Spieler schon Stratege Deutschland, spielte auch zum Ende seiner aktiven Karriere eine große Rolle. 1961 erhielt Cebek die Ausreiseerlaubnis und schloss sich Alemannia Aachen an. Günter Netzer erinnert sich mit Grausen an die Duelle mit Cebek, Team zurück. Er hat einen Libero praktiziert, der uns junge Spieler zur Verzweiflung gebracht hat, sagte die Borussia-Legende einst im Kicker. Wir sind 100-mal ins Abseits gelaufen, weil er als Spieler schon ein Stratege war. So war klar, dass Cebek sich nach dem Karriereende auf seine Trainerlaufbahn konzentrierte. Doch zunächst scheiterte der Jugoslawe bei der Prüfung. Der strenge Ausbilder Hennes Weisweiler ließ Cebek durchrasseln. Nicht ausreichend waren demnach die Leistungen des Novizen. Erst im zweiten Anlauf erwarb Cebek den Trainerschein. Bildergalerie: Javi, Robin van Persie, Peter Zech. Diese Legenden beenden ihre Karriere. 21 Bilder: Er ging zunächst zurück in die Heimat, übernahm Dinamo Zagreb und gewann mit dem Club auf Anhieb den Messepokal. Der internationale Erfolg machte den Trainer begehrt. Wilhelm Neudecker, Präsident des FC Bayern München, holte Cebek zu Beginn der Saison 1968/1969 in die Bundesliga. Franz Beckenbauer und das Ende der Jugend: Der Club von der Isar hatte damals noch nicht die großen Erfolge vorzuweisen.
Eine deutsche Meisterschaft stand in der Bilanz aus dem Jahr 1932. Zebeck wollte den Titel wieder nach München holen und schindete dafür seine Spieler regelrecht. Franz Beckenbauer sagte einmal, bei Branko Zebeck endete unsere Jugend, der Coach setzte Einheiten um 7 Uhr in der Früh an. Ein Zirkeltraining mit 15 Stationen streute Zebeck immer mal wieder ins Programm ein. Das Konditionsbolzen gepaart mit seinen taktischen Finessen führte aber zum Erfolg. Franz Beckenbauer, Mitte, neben Branko Zebeck, zweiten VR im Wehre-Insheim des Hamburger SV 1981. Urheberrecht Getty Images. Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga pur im TV auf Sport 1. Die Bayern wurden mit 8 Punkten Vorsprung vor Alemannia Aachen deutscher Meister. Zebeck kam dabei mit einem Minikader aus, setzte nur 13 Spieler während der Saison ein. Der Trainer holte sogar auf Anhieb das Double. Dank zwei Treffern von Gerd Müller gewannen die Münchner das DFB-Pokalfinale gegen Schalke 04 mit 2:1. Es sollte Zebecks letzter Titel mit den Bayern werden. Im März 1970 musste er gehen, Udo Lattek folgte auf ihn. Bauchspeicheldrüse-OP als Wendepunkt. Im gleichen Jahr musste sich Zebeck einer Bauchspeicheldrüsenoperation unterziehen. Von dieser erholte er sich nie mehr richtig. Zebeck blieb sein Leben lang zuckerkrank. Die Ärzte sagten, er solle Alkohol meiden. Zebeck schlug diesen Rat in den Wind und gab sich dem Hochprozentigen immer mehr hin. So kam er auch zu dem wenig schmeichelhaften Spitznamen Fernet Branko. Trotz der Krankheit hatte Zebeck noch sportlichen Erfolg. Er gewann 1973 mit Hajduk Split die Meisterschaft in Jugoslawien und im Jahr darauf den Pokal. Ab 1974 arbeitete er für Eintracht Braunschweig und formte aus den Niedersachsen ein Spitzenteam. Rubisch nannte Zebeck einen Sadisten seinen wohl größten Coup, landete Zebeck aber beim Hamburger SV. Der Klub war ins Mittelmaß der Bundesliga abgerutscht. Manager Günter Netzer wollte den HSV wieder an die Europapokalplätze heranführen und verpflichtete zu diesem Zweck Zebeck. Der Trainer übertraf in der Saison 1978-1979 die Erwartungen. Wiederholte er auf Anhieb die Meisterschaft. Zum Liebling der Spieler konnte sich Zebeck aber nicht entwickeln. Die Meistermannschaft des Hamburger SV 1978-79. Urheberrecht Getty Images. Rubisch bezeichnet den Trainer als Sadisten. Kevin Keegan fluchte, sein Training hält keiner aus. Und Manfred Kals erzählte oft die Geschichte mit den Laufrunden, nach jeder absolvierten Runde ließ Zebeck einen Kieselstein fallen. Er wollte die Spieler so lange scheuchen, wie noch Steine auf dem Haufen lagen. Nach Runde 54 hörten Kals und Co. auf zu zählen. Diese Trainingsmethoden waren aber nicht der Grund für Zebeck Niedergang. Es waren die Alkoholeskapaden. So verschlief er einmal die Abfahrt zu einem Auswärtsspiel. Als Zebeck aufwachte und die Mannschaft nicht fand, brauste er mit einem Mietwagen los. Die Polizei stoppte ihn, mit 3,25 Promille. Seinen Führerschein war Zebeck los und wenige Monate später auch seinen Job beim HSV. Aussetzer auch bei Borussia Dortmund. Es folgten noch weitere Stationen, unter anderem bei Borussia Dortmund. Auch hier zeigte er alkoholbedingte Aussetzer, kippte schon mal von der Bank. Zebeck musste Dortmund nach nur einer Saison verlassen. Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen, hier geht's zum Shop. Anzeige die Frankfurter führte er dann noch einmal zum Klassenerhalt. Doch auch bei der Eintracht konnte der Kroate seine Alkoholsucht nicht kaschieren. Es folgte ein letztes Engagement bei Dinamo Zagreb. 1984 endete eine bemerkenswerte Trainerkarriere. Zebeck, der in so vielen großen Spielen triumphierte, konnte den Kampf gegen seine Krankheit nicht mehr gewinnen. Punkt. Let's block it.